Und dann haben wir mit zwei Feuerwehrleuten angefangen, diese Gasse zu bilden. Und irgendwann sagten dann die zwei Jungs, wir sind jetzt weg. Wenn ihr eine Leiche findet, dann sagt Bescheid. Dann kommt die Polizei raus. Und dann waren wir ab dem Zeitpunkt 5 Tage lang oder noch länger komplett alleine hier. Es war keine Feuerwehr da, es war kein THW da, es war keine Bundeswehr da. Ich habe die ganze Nacht durchgearbeitet, es war kein Wasser hier, es war kein Dixi-Klo da, 3 Tage lang. Ich musste hier schlafen mit Flüssigkeiten, die ich an den Händen hatte, nur um schnell diese Gassen zu bilden. Es war wirklich richtig übel. Und ich dachte, okay, die ganzen Feuerwehren, die hierhin unterwegs waren, die haben die wahrscheinlich woanders eingeteilt. Und ich habe jetzt im Nachhinein gehört, dass die alle weggeschickt wurden. Also es war eine Unverschämtheit eigentlich, was hier stattgefunden hat. Dass wir hier anrufen müssen, wenn wir eine Leiche finden. Also das ist ein Unding sowas, mit was wir hier konfrontiert wurden. Ich habe vor 2 Tagen das erste Mal hier einen Sanitäter gesehen. Vor 2 Tagen. Nun muss man dazu sagen, das ist natürlich der Eindruck, den Sie vor Ort haben. Es ist ja nicht so, dass niemand da ist. Es kann sein, dass in der Situation, von der Sie berichten, gerade niemand da war. Aber es ist ja nun nicht so, dass nicht die Bundeswehr, die Polizei, das THW und andere Kräfte nicht vor Ort im Einsatz sind. Aber das, was Sie jetzt schildern, sind natürlich ganz persönliche Erlebnisse, die Sie vor Ort hatten. Es gibt über, sorry, ich habe noch einen Kommentar von Marc Ritter über Facebook, der sagt, Respekt für die Freiwilligen, die jetzt auch noch dumm angegangen werden von Menschen, die nichts beitragen. Herr Wipper führt organisiert und motiviert Opfer und Helfer. Der Staat versagt vor Ort. Würden Sie das auch so sehen? Absolut, unterstreiche ich. Wir haben ja gar nicht gewusst, warum uns nicht geholfen wird. Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, wie jemand aussieht, der 5 Kilometer hier runtergespült wird mit tonnenschweren Bäumen. Und uns hat keiner zur Seite gestanden. Wir haben hier alles aufgeräumt. Das haben alles die Bauern, die Bauunternehmer, die Handwerker und Gartenlandschaftsbauer gemacht. Und ich dachte, das wäre nur hier so, weil die anderen woanders aufkommen. Und nachher habe ich eben gehört, dass die ganzen Einheiten weggeschickt wurden. Ich habe bis jetzt keine Nummer von der Einsatzleitung oder so. Wir arbeiten hier komplett auf eigene Faust. Und das ist ein komplettes Versagen, ja? Ein komplett Versagen. Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit mit den Behörden vor Ort? Es gibt ja eine Einsatzzentrale, es gibt Behörden, die vor Ort das Kommando haben, die auch delegieren, die koordinieren. Gibt es da eine Zusammenarbeit auch zwischen Ihnen und der Bundeswehr zum Beispiel? Also vor 5 Tagen hätte ich Ihnen jetzt geantwortet, es wäre schön, wenn Sie mir mal die Nummer von denen geben und einfach mal sagen, wo diese Zentrale ist. Seit 2 Tagen, seitdem Frau Klöckner hier war, funktioniert das. Das ist wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Kräften, die hier sind. Das funktioniert seit 2 Tagen erst. Und wie gesagt, 3 Tage ohne sich die Hände waschen zu können, obwohl man hier, wie gesagt, Flüssigkeiten an den Händen hat, ohne ein Dixi-Klo gestellt zu kriegen. Also das sollte eigentlich schon jede Rettungseinheit irgendwie hinkriegen. Und das ist nicht nur hier passiert. Wir haben auch Kritik, die wir sehen im Netz, auch an Ihrem Einsatz. Eine lese ich mal vor, die habe ich auf Twitter gefunden. Da schreibt jemand, da haben Wipper, Fürth und Co. erreicht, was sie wollten. Durch die Verbreitung falscher Tatsachen, Verzerrung und teils fragwürdigen Äußerungen macht er die Hilfsorganisationen zu Deppen, während die Landwirte und Bauunternehmer als die alleinigen Helden dastehen. Wie reagieren Sie auf diesen Kommentar? Ich mache die Verantwortlichen, die ganz oben sitzen, verantwortlich für das, was hier passiert ist. Alle anderen, mit denen wir hier zu tun haben, die wollten helfen, die sind aber nicht geschickt worden. Die durften nicht runter, die sind deprimiert wieder nach Hause gefahren. Die wussten ja, was hier los ist. Ich habe es ja extra gepostet. Das kann jeder nachvollziehen und jeder kann in den Filmen gucken, ob er irgendwo eine offizielle Person sieht. Einfach mal schauen, ob man irgendwo einen sieht und man wird sich wundern. Okay, aber Herr Wipper, da muss ich Sie jetzt, sorry, aber das, wie gesagt, das mag Ihr Eindruck sein, aber alleine, also ich kann Ihnen jetzt 100 Fernsehsender aus der ganzen Welt berichten, von Al Jazeera über das öffentlich-rechtliche Fernsehen bis zum Privatfernsehen N24, die jetzt Welt heißen, NTV. Wir alle haben die Bilder gesehen und wir sehen auch, dass Sie nicht alleine gelassen werden. Wir haben gerade auch darüber gesprochen, was Sie für schreckliche Bilder sehen mussten. Sie als
Helfer und auch viele andere, die im Einsatz waren und vor Ort sind. Es sind aber zum Beispiel auch Notfallseelsorger in diesem Gebiet unterwegs und dazu haben wir einen Beitrag, den können wir uns gemeinsam anschauen. In Kreuzberg bei Altena sind die Notfallseelsorgerinnen seit Tagen unterwegs. Tamara Orschler und Dunja Puschmann kommen von der Caritas und einer katholischen Gemeinde. Der Ort schwer zerstört, die Menschen haben Schreckliches erlebt. Es gibt Familien, die haben ihre Kinder verloren oder Kinder waren im Auto eingesperrt. Ja, dann haben Menschen gesehen, wie Leute einfach im Auto, wie sagt man, abgedriftet worden sind. Genau, ja. Menschen waren im Haus eingesperrt. Manche wurden jetzt, glaube ich, nach 2, 3 Tagen erst herausgeholt. Zuhören, Hilfe anbieten, organisieren, das ist ihre wichtigste Aufgabe. Es geht erstmal um Stabilisierung. Ein bisschen ja, Normalität in dieser unnormalen Situation herzustellen. Auch so ein bisschen wieder Handlungsfähigkeit. In der Einsatzzentrale am Nürburgring, rund 30 Kilometer entfernt, laufen die Hilferufe ein. 120 Notfallseelsorger aus ganz Deutschland betreuen die Hochwasseropfer. Die Leute sind in einem psychischen Ausnahmezustand. Ja. Wir haben hier noch die Besonderheit, dass das natürlich über Tage geht. Jetzt kommt so langsam auch eine psychische Erschöpfung. Es wird einfach bewusst, was da passiert ist. Doch immer wieder kann das Seelsorgeteam helfen. Zum Beispiel hier in Kreuzberg. Eine Familie vermisste die Mutter. Gestern haben sie in einem Krankenhaus gefunden. Ein Lichtblick in diesen schwierigen Zeiten. Herr Wipperfürth, das war jetzt nur ein Beispiel. Sie sind nicht alleine vor Ort und Sie wissen das auch. Und es gibt auch große Kritik daran, wie die Leitung hier organisiert ist und dass es Probleme gibt. Aber warum, okay, vielleicht Sie in dieser kleinen, in diesem Umfeld, das Sie sehen können, aber das ist ja eine größere Katastrophe in mehreren Orten. Warum maßen Sie sich an zu sagen, Sie sind da ganz alleine und es ist niemand vor Ort, wenn wir sehen, dass andere Menschen auch vor Ort sind? Wir hatten gestern vom DRK hier im Studio einen Einsatzleiter, der auch gesagt hat, ich habe das mein Leben lang gemacht, aber das habe ich noch nie gesehen. Von der Feuerwehr aus meinem Heimatdorf sind freiwillige Feuerwehrler, die fahren da extra hin, die sind vor Ort, die kommen wieder zurück und erzählen, ich habe diese Bilder noch nie gesehen. Es gibt diese Menschen, es gibt nicht nur sie. Warum erwecken Sie trotzdem diesen Eindruck? Ich spreche nur hier für den Bereich, für mehr kann ich ja nicht sprechen. Und der Bereich ist recht groß, den wir hier haben. Und Sie werden mir doch zustimmen, dass nicht unsere Aufgabe sein kann, hier Leichen zu finden und dann die Polizei anzurufen, ohne dass ein Seelsorger dabei ist. Das kann nicht unsere Aufgabe sein. Oder ohne dass ein Feuerwehrmann dabei ist. Wir ziehen hier Gasflaschen raus, das haben die ja gesehen. Ich mache keine Kritik an der Feuerwehr, die hier wirklich mit uns zusammenarbeitet. Das sind super Jungs, die sind aus dem gleichen Grund bei der Feuerwehr, weshalb wir gekommen sind. Wir wollten einfach nur helfen. Und oben ist der THW weggeschickt worden von Rinteln und so weiter. Die sind weggeschickt worden, anstatt hier unten zu uns hingeschickt worden, um dass wir hier gemeinsam anpacken. Wie gesagt, seit 2 Tagen funktioniert das. Sind wir hier wirklich gemeinsam am Arbeiten und das funktioniert sehr gut mit der Bundeswehr und mit allen, weil die einfach dürfen. Aber die durften nicht und das können Sie auch alles nachvollziehen, das können Sie ja überprüfen lassen. Reden Sie einfach mit den Feuerwehrleuten. Es gibt ganz deprimierte Feuerwehrleute, weil die einfach wieder nach Hause geschickt wurden. Da kritisiere ich überhaupt keinen. Das sind klasse Jungs, die sind die Fachleute. Ich wollte nur meine Herdkarre hier zur Verfügung stellen mit mir als Fahrer, dass wir Material wegfahren. Ich wollte auf Anweisung arbeiten. Und nicht hier auf eigene Faust die Sachen machen. Hier ist in dem Bereich, wo wir gearbeitet haben, richtig viel schiefgegangen. Sehr viel.